Ein herzliches Hallo, ihr Lieben. Ich bin heute einer ganz besonderen Einladung gefolgt. Bin heute in Schöftland in der schönen Schweiz in der Menschenwerkstatt bei Philipp und bei Martin. Und da legen wir doch gleich mal los, lieber Martin. Was ist denn eine Menschenwerkstatt und was hast du damit zu tun? Erstmals, hallo Sabine, willkommen in der Schweiz. Hallo liebe Menschen auf der ganzen Welt. Was machen wir hier in der Menschenwerkstatt? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich vielfach selber auch. Das Problem ist halt, in der heutigen Zeit ist es halt so, dass wir sehr viele Belastungen haben, die unseren Körper, unseren Geist oder unsere Seele belasten können. Das heißt, Giftstoffe, Fungizide, Pestizide, Herbizide, teilweise die Medien, die Regierungen, teilweise was von oben kommt, was vom Wasser kommt und so weiter und so fort. Was wir hier machen, zu uns kommen eigentlich Leute, die Probleme haben, gesundheitliche Probleme, die vielleicht präventiv irgendwas machen wollen, die Probleme mit den Mitochondrien haben, die Probleme mit dem Darm haben, mit der Gesundheit halt allgemein, die eine Unterstützung brauchen, die schwere Krankheiten haben, die wir begleiten. Wir zeigen ihnen Wege und Strategien, wie sie da rauskommen. Und ganz neu haben wir einen Kurs zusammengestellt, bei dem geht es um Entzündungen, es geht um Schmerzen und wie wir die Schmerzen und die Entzündungen am Bewegungsapparat wegmachen können. Also ein Kurs, wo man als Coach das lernt und da hat es verschiedene Themen dann und das ist unser neuestes Baby. Mhm. Okay, aber wenn man sich jetzt mal hier so umschaut, stehen ja einige Babys auch hier so rum. Genau. Und ich hatte das Vergnügen, dass ich vorhin auf einer ganz besonderen Matte liegen durfte. Kannst du das nochmal genau erklären, was das mit sich auf sich hat? Weil ich fühle mich definitiv schon ganz anders als in dem Moment, bevor ich mich da drauf gelegt habe. Was ist das? Was hast du da gemacht? Also diese Maschine ist eine IIT-Maschine. Das ist eine Hochfrequenzmaschine. Mhm. Die arbeitet, wie gesagt, mit Hochfrequenz. Und das Problem ist auch vielfach, die meisten Leute haben heute fast keine Energie mehr. Mhm. Viele haben Burnout. Das sind eben Nebennierenschwächen. Mhm. Und da wird aus einer Aminosäure, aus dem Tyrosin, wird dann Dopamin hergestellt. Damit fühle ich mich ein bisschen glücklich und wohl und habe so Energie, bin ein bisschen kreativ. Daraus entsteht dann das Noradrenalin, dann das Adrenalin. Das gibt dann Power. Und bei vielen Leuten funktioniert dieser biochemische Ablauf nicht mehr so richtig. Und die Maschine gibt dann Power in die Zellen, die Zellmembranen bekommen Power, das Zellmembranpotenzial heißt das. Und dann kommt der Körper wieder in die Regeneration. Wir können mit dieser Hochfrequenz, mit diesen Ionen, können wir auch die Mitochondrien wieder aufladen. Das sind die Energiezellen im Körper, die das Adenosintriphosphat herstellen, das ATP. Und das ist die reine Energie, so mit Knallgas. Und ebenso können wir die Durchblutung verbessern, weil die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, auch die Power bekommen. Und so fühlst du dich jetzt. Mhm. Und dann haben wir noch IHHT, das ist ein Gerät, mit dem macht man so ein Höhenlufttraining, wo man weniger Sauerstoff bekommt. Dann reagiert der Körper sofort, bildet mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff. Das ist immer mehr Energie. Und das ist schon der ganze Trick dahinter. Dann gibt es mehr Mitochondrien. Und wir haben diverse Geräte mit Rotlicht, mit Infrarotlicht, wir haben ganz viele Geräte. Hier ist eben eine Werkstatt, hier wird repariert und geflickt. Halt einfach Menschen. Das Ganze, also du hast ja ein wahnsinniges Wissen, was man nicht überhören kann. Wann bist du auf die Idee gekommen, dich damit wirklich so zu beschäftigen, mit dem Mensch, mit allem, was uns so ausmacht? Weil also, das ist ja fast wie eine Maschine sozusagen. Du sprichst ja auch von Reparieren und von Werkstatt. Natürlich, das ist das Problem in der heutigen Medizin. Da wird der Mensch eben als Maschine angeschaut und das ist eben falsch. Mhm. Weil in der normalen Medizin, in der medizinischen Medizin, da wird halt vieles oder wird nur das Symptom behandelt. Mhm. Es wird keine Zeit mehr genommen für die Anamnese. Wenn jemand zu uns kommt, wir haben so vielleicht eine Stunde oder länger, haben wir die Anamnese. Es sind diverse Fragen, die wir da durchgehen, über die Gesundheit, über den Darm und. Und über den Schlaf. Wir sprechen auch über das Umfeld, wir sprechen über die Arbeit. Das gehört ja alles, das ist die Epigenetik, da sprechen wir darüber.
Und dann ist es halt so, dass in der Schulmedizin halt nur immer das Symptom unterdrückt wird. Aber es gibt eine Ursache. Und was wir hier genau anschauen, ist immer die Ursache. Dann ist die Zellmembran ist ein großes Thema. Das ist die Ummantelung jeder Zelle. Wir bestehen aus 80 Billionen Zellen. Die sind so ca. 70 Millionstel Millimeter dick, die Zellmembranen. Die bestehen aus Fetten und Ölen und sind so dreischichtig mit Wasser, Doppellipid, also Doppelfettschicht und der Wasserschicht. Und wenn man das in Ordnung bringt mit der richtigen Ernährung, wir hatten schon Kinder hier, die hatten Rheuma. Nach 6 Monaten war das Rheuma weg, weil wir so eine Zellmembrantherapie gemacht haben. Die besteht aus ganz einfachen Ölen, muss nur wissen, welche. Und dann regenerieren sich die ganzen Zellmembranen im ganzen Körper von allen Zellen. Und dann gehen Krankheiten meistens schon weg. Das ist nur eine Säule. Oder wir arbeiten hier mit 30, 40 verschiedenen Säulen. Und bei mir war es so, ich hatte früher mal Krebs, so mit 20, 21. Und habe halt da extrem Bodybuilding gemacht, habe da Anabolika gespritzt, habe da viel Red Bull getrunken, viel Zucker und alles, was ich heute weiß, was nicht gesund ist. Habe dann Krebs bekommen und das war so ein Weckruf für mich, ey, du musst da was anderes machen. Und habe mich dann ganz stark beschäftigt nach der Chemotherapie, wo es mir richtig scheiße ging. Du hast die Chemotherapie? Genau. Aber das war früher, da war die Chemotherapie wahrscheinlich noch viel schlimmer. Hat man mir einen Port gelegt da und hat man eine Woche immer Chemotherapeutika reingelassen. Und das wird ja heute noch aus Senfgas gemacht. Damit wurden ja Leute früher, ich spreche das jetzt nicht an. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Das schädigt halt nicht nur den Krebs oder beseitigt den Krebs vielleicht. Es macht halt viele Zellen kaputt. Und dann habe ich mich lange beschäftigt mit Pflanzen. Und habe dann gemerkt, in so einem halben Jahr, alle Nebenwirkungen der Chemotherapie, alle Autoimmunerkrankungen, die ich durch die Chemotherapie erhalten, als Geschenk erhalten habe, die waren dann weg, alleine durch Pflanzen, die ich dann gesammelt habe. Am Anfang habe ich keine Ahnung gehabt, habe ich nicht gefunden. Dann später ist mir das immer leichter gefallen. Dann habe ich Ausbildungen gemacht mit Pflanzen. Dann habe ich gemerkt, ich kann damit auch Leuten helfen, weil meine Autoimmunerkrankungen waren dann weg durch diese Pflanzen. Dann habe ich herausgefunden, es gibt ja noch Heilpilze. Dann habe ich herausgefunden, damit kann ich noch mehr Menschen helfen, aber irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich immer wieder eine Ausbildung mehr gemacht in Genetik, Epigenetik. Jetzt mache ich noch einen Hochschulabschluss in Epigenetik. Und habe einfach mit jeder Ausbildung, mittlerweile sind es 16 oder 17, aber auch Naturheilkunde, ich therapiere mit Metallen, mit Frequenzen, mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Und habe einfach immer gemerkt, mit jeder Ausbildung kann man mehr erreichen. Oder dann wird einfach das Spektrum wird breiter und damit kann man viel mehr erreichen. Und mittlerweile kommen Leute aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, überall kommen die her mit Krankheiten. Mich erschreckt vieles, was da kommt, weil ich habe am Anfang gar nicht so vieles gekannt. Aber wenn man dann sieht, was kommt und von vielen höre ich halt, die Schulmedizin hat sie im Stich gelassen, sie sind austherapiert. Genau, schauen Sie selber, man kann da nichts mehr machen. Die kommen teilweise zu mir, in 1, 2, 3 Sitzungen ist das vielfach schon in Ordnung. Wow. Du. Ich bin gerade etwas sprachlos. ihr seid ja jetzt schon seit wie vielen Jahren hier tätig? Also ich habe jetzt über Jahre hinweg zu Hause bei mir gemacht. Wir sind jetzt seit etwa einem Jahr hier. Genau. Und der Zustrom ist halt eine Zeit jetzt, wo viele durch die Impfung Probleme haben, durch Corona Probleme haben, halt auch durch die Ernährung, durch den Stress, durch die Medien und, halt vielfach Probleme mit den Nebennieren haben. Die machen eben die Energie. Die machen aber auch, dass zum Beispiel der vergärte Zucker aus den Zellen kommt, das Adrenalin. Und viele haben dann kein Adrenalin, dann gibt es den Krebs, den Turbokrebs. Da gibt es viele Probleme mit Herzen, mit Entzündungen und all das. Und ich hatte halt früher durch meinen Lebensstil extrem viele Entzündungen und habe dann nur immer Probleme gehabt. Deshalb haben wir diese Ausbildung zusammengestellt. Und da geht es eben um, wie therapiere ich jemanden, der Entzündungen hat? Wie therapiere ich jemanden, der Schmerzen hat am Bewegungsapparat? Und ich kenne so Punkte am Körper, wo wir diese Schmerzen resetten können. Wir drücken da drauf. Ich bin wahrscheinlich einer der Einzigen, der mit einer Axt therapiert.
aber ist auch eine Werkstatt hier und es funktioniert sensationell. Du wirst das nachher selber noch erleben. Ich habe es letztes Jahr tatsächlich, du bist ja bei Beutlis auch dabei gewesen, bei dem Kongress. Und da habe ich zumindest mal kurz vorbeischauen können in dem Moment, als du da mit so einer Achse auch so ein bisschen was vorgeführt hast. Wow, aber ja, ich meine, wer heilt, hat recht sozusagen, wie es immer so schön heißt, ne? Und das habt ihr jetzt einfach noch in dieses neue Seminar alles mit reingenommen, all die Aspekte, von denen du gesprochen hast und auch, dass man selber Hand anlegen kann. Oder genau. Also nachher kann man eigentlich nach der Zeit, die Ausbildung geht so, etwas ist online jetzt neu dann und etwas ist vor Ort. Mhm. Also in 3 Monaten hat man das dann hinter sich. Mhm. Größter Teil ist dann online, sind ein paar Tage hier, wo man fix hier ist. Und da können wir schnell schauen, was es geht. Das ist das Vorwort, was ich erzählt habe, wo ich selber Krebs hatte und wie ich dann dazugekommen bin mit all den Ausbildungen. Und ist im Prinzip alles, von allen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ist ein Teil immer da drin. Dann haben wir da, warum die Methode? Die Methode ist halt sehr ganzheitlich. Da geht es dann auch um die Labordiagnostik, um die Genetik und. Kann man sogar DNA-Tests machen über ein Labor, was man in der Schweiz ja gar nicht mehr darf. Aber über diese Ausbildung kann man das später im Ausland machen noch. Dann ist die Labordiagnostik, die steht auch da, die Labordiagnostik. Viele Ärzte werden halt geschult in Labordiagnostik, die wissen, es gibt den High-Sensitive-Wert oder den CRP-Wert. Und da wissen die, da gibt es irgendwo Entzündungen. Aber es gibt zum Beispiel den Kupferwert. Wenn der Kupferwert erhöht ist, dann weiß ich, es hat massive Entzündungen im Körper. Oder zum Beispiel, wenn das Eisen erhöht ist, das heißt lediglich, ich habe viele Entzündungen, dann holt der Körper aus den Zellen das Eisen hervor, um die Entzündungen zu bekämpfen. Ärzte wissen das leider nicht, die werden auch nicht geschult mit dem. Und da gibt es x Werte, die genau das sagen dann. Dann haben wir auch Nahrungsmittelergänzungen, das ist ein bisschen mein Steckenpferd, da arbeite ich jetzt seit 20 Jahren oder länger schon damit. Und wir bringen eigentlich mit Nahrungsergänzungsmitteln alles hin. Für jedes Problem gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel, aber natürlich auch eine Pflanze. Dann gibt es noch Sprossen, dann gibt es noch Metalle, die helfen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Dann gibt es die Globuli noch und ich arbeite mit 30, 40 verschiedenen Säulen, wenn es nötig ist. Und das ist halt der Vorteil, wenn man mehrere Ausbildungen hat, kann man viel besser und tiefer angreifen damit. Und ich sehe es immer ein bisschen so, wenn man einen Therapeut mit einem Pfeil schießt, mit dem Pfeilbogen, dann trifft er oder trifft er nicht. Hat er aber 10 Pfeile, dann ist es scheißegal, ob einer trifft oder 5 treffen, aber irgendwas trifft dann. Und dann kannst du viel genauer und viel besser arbeiten. Das ist genau das. Dann haben wir die Leber, ein großes Thema für die Entzündung. Fettleber, ein großes Thema. Dann haben wir die Wunderwelt der Faszien. Da beschäftige ich mich seit 20 Jahren damit. Und ist halt ein bisschen so, jedes Organ ist auch von den Faszien umgeben. Habe ich dann Stress, sind wir wieder bei der Nebenniere. Das kann natürlich sein, dass mir die Leber zusammendrückt, die Niere zusammendrückt, das Herz zusammendrückt und die arbeiten dann nicht mehr so richtig. Da kommen dann auch die Sprichwörter immer so schön, ne? Drück dich Genau. Auch der Stress mit der Leber, die Wut und alles zusammen, das ist genau das. Ja. Und die Faszien sind halt auch gesteuert wieder über das Nervensystem. Da ist Parasympathikus, Sympathikus ein großes Wort. Die Herzratenvariabilität, die Herzkohärenz, kann man alles testen hier bei uns. Und das ist der Vorteil, wenn man mit so vielen Sachen arbeitet. Und wir haben diverse Leute, die haben die Ausbildung jetzt gemacht, die arbeiten schon damit. Und man muss nicht mal Therapeut sein. Manchmal ist es besser, wenn jemand vielleicht gar kein Therapeut ist, weil der hört mit beiden Ohren zu. Und wenn jemand schon festgelegt ist, kann das ein bisschen ein Problem sein auch. Die Schmerzarten, da gibt es verschiedene Schmerzarten. Jeder Schmerz will mir ja was sagen. Ja, Schmerz ist gar nicht so böse, wie man immer meint, sondern ist das. Hat auch eine Botschaft. Ja. Auch die Entzündung, geht es dann da auch um die Entzündung. Die Entzündung, das Ziel ist ja primär, um die Temperatur zu erhöhen und primär natürlich auch, damit wir mehr Nährstoffe dahin bringen. Weil die Entzündung ist eigentlich was Gutes. Das Problem kommt erst, wenn mein Immunsystem geschwächt ist. Immunsystem ist auch ein Thema da. Wir haben T1, TH2. T1-Immunsystem ist das, was gegen Viren, Entzündungen, Krebs zum Beispiel vorgeht. Und das ist das angeborene Immunsystem. Habe ich, wenn ich im Geburtenkanal bei der Mutter so rauskomme, dann bilde ich das mit dem Schleim, den ich da habe, bilde ich in den ersten Wochen aus. Das habe ich von Natur aus. Dann gibt es das TH2. Das TH2 ist das, was
mit der Zeit erworben wird. Also mit 14, 15, 16 habe ich das so langsam entwickelt mit Viren, wenn es dann Viren gibt oder nicht, das ist eine große Frage, mit Bakterien, mit allem Dreck, was ich Kontakt habe. Und das Problem ist jetzt halt ein bisschen gewesen, mit der Impfung hat man zum Beispiel das TH2 gestärkt, weil das ist für Antikörper zuständig. Also mit der Impfung war das Ziel, dass wir mehr Antikörper machen. Somit wurde das TH2 gestärkt. Es gab einen sogenannten TH2-Switch, heißt das. Also das wurde richtig gestärkt. Und das TH1, das gegen Entzündungen vorgeht, Herzbeutelentzündungen und, gegen Viren, Gürtelrose, Lippenherpes, hört man sehr viel jetzt, Krebs, Turbokrebs, hört man auch sehr vieles. Und das geht nach unten. Somit habe ich schon erklärt, was das heutige Problem ist. Also stärken wir das TH1, kann man mit Nahrungsmittelergänzungen, mit Pflanzen, mit sehr vielem, kann man das sehr gut stärken, dann bringen wir das wieder hin. Dann haben wir die indirekten Faktoren, das ist eben so Stress, das kann Licht sein, das kann der Schlaf sein und. Das sind alles Themen, wo wir in der Ausbildung dann anschauen. Immunsystem haben wir schon gesagt, der Methylkreislauf, das ist was sehr Elementares, weil der Methylkreislauf geht in jeder Zelle ab. Der Methylkreislauf kennt leider fast niemand. Ich habe das Wort noch nie gehört. Und da geht es um Methionin, das ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Zusammen mit dem Magnesium entsteht dann das SEMI, das S-Adenosylmethionin. Und das ist etwas, was 200 Prozesse im Körper einfach, das ist Benzin dafür. Also wieder für das TH1 ist das auch das Benzin. Und dann entsteht daraus das Homocystein, etwas, was extrem toxisch ist. Dann sind wir beim Thema Cholesterin, was ja ein bisschen Schabernack uns erzählt wird. Und das Böse ist eigentlich das Homocystein, was dann Arteriosklerose und alles macht. Und das kann man abbauen, indem man Glutathion herstellt. Entgiftung, Leber, wieder dieses Thema. Wird mit Vitamin B6 voran gemacht, wenn das funktioniert. Brauche ich das SEMI aber auch dazu. Und B12 und B9, das Methyltetrahydrofolat oder das Methylcobalamin, das B12, baut das wieder ab zum Methionin. Und wenn dieser Kreislauf geblockt ist, nicht richtig funktioniert, oder ich viel Stress habe, weil ich brauche das SEMI auch zum Stresshormone abbauen, dann habe ich da Probleme. Und deshalb ist halt immer wichtig, dass man sehr ganzheitlich arbeitet. Und wir unterstützen dann halt auch mit Labordiagnostik. Ich kann auch Blut nehmen, hier am Arm. Hier darf ich ja nicht, weil ich kein Doktor bin, aber hier da können wir. Oder wir machen Stuhlproben, wir machen Speichelproben, Mitochondrientest und. Die Möglichkeiten sind riesig, wenn man sich da so ein bisschen damit auskennt. Ich schaue noch schnell auf Ihr Thema. Die Wirbelsäule natürlich, der Beckenschiefstand. 90% aller körperlichen Probleme kommen vom Beckenschiefstand. Ich habe das früher gehabt und war dann in der Physiotherapie. Und da habe ich gesagt, ja, kann man das korrigieren? Ja, Sie haben da 1 Zentimeter Differenz, aber wissen Sie, das kann man nicht korrigieren. Wir können es heute, funktioniert sehr gut und können wir in einer Sitzung eigentlich in Ordnung bringen. Das Problem ist halt, durch unseren Lebensstil in der heutigen Zeit mit dem Sitzen, Schrägstehen am Computer, am PC und, macht natürlich da ein bisschen Probleme. Kann der Beckenschiefstand wieder kommen, wir korrigieren den, kein Problem. Wir hatten hier am Kurs schon, wir haben den Kurs jetzt schon ein paar Mal gemacht und hatten jemanden hier, der hatte 4,5 Zentimeter Differenz in der Beinlänge. Die Beinlänge entsteht durch den Beckenschiefstand. Da kann ein Sturz sein, ein Unfall, irgendwas. Und das können wir auch korrigieren. Und natürlich, wenn hier das Becken, die Karosserie schief ist, dann gibt es auch hier oben Probleme. Kann bis Tennisellbogen, es kann auch Impeachment, es kann Kalfschulter, es kann irgendwas geben da. Oder sogar in die Zähne rein. Natürlich, was? Natürlich. Ja, ja. Und wir machen hier so eine Kombination von vielem. Und genau das ist das, was funktioniert. Ja. Da haben wir es, glaube ich, jetzt. Eben die Schmerzpunkte, die zeige ich dir nachher. Du wirst sie spüren, du wirst auch wissen, warum sie Schmerzpunkte heißen. Aber wenn man die Liege da überlebt, dann überlebt man auch das Drücken. Was ich an dem Ganzen jetzt auch noch so spannend finde, ist, gut, mit dem Stress, das hast du jetzt ja dann schon mit reingenommen, dass ihr das auch da habt. Geht ihr in dem Moment auch mit in Bezug auf Ganzheitlichkeit auf die Lebenssituation von denjenigen dann mit Selbstverständlich, rein? Das gehört schon in die Anamnese. Ja. Dann schauen wir natürlich den Job an. Viele leben halt nur im Job, damit sie überleben können. Ja, viele. Dann ist wieder so Nebenniere, der Stress. Atemtherapie habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht. Darüber sprechen wir sowieso auch. Ich zeige vielfach auch Atemübungen. Wir sprechen über Meditationen. Über binaurale Beats. Binaurale Beats sind so Klänge, die dann in den Meditationen Visualisierungen sind. Da geht es wieder um Frequenzen.
Und die können uns unterstützen, weil wir denken, schlafen teilweise in Beta, Gamma, Delta, irgendeine Frequenz. Und wenn wir schlafen, haben wir eine andere Frequenz. Und wenn wir jetzt eine Meditation machen, genau mit dieser Frequenz, dann hilft uns das zusätzlich. Dann ist noch die Zirbeldrüse natürlich, gehört da noch dazu. Dann ist auch Sympathikus, Parasympathikus. Oder das war früher so, war der Sympathikus extrem wichtig, weil uns hat irgendein Tier gejagt. Und dann wurde der Blutdruck wurde in die Höhe geschossen durch die Nebennierenhormone, das heißt Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Cortisol. Und dann bist du so im Fluchtmodus, Fight or Flight sagt man dem auch. Und viele können dann nicht mehr switchen, die sind dann da drin, haben dann aber keine Erholung, keine Regeneration, keine Zellteilung, kein Wachstum, das ist alles erledigt und sind dann nur noch im Stress. Ja. Und dann wirst du krank irgendwann. Dann ist genau das Umfeld, dann hast du nur Idioten um dich herum, deine Freundin, deine Familie, irgendjemand stresst dich dann. Oder halt eben die Arbeit, das kann irgendwo irgendwas sein. Das können aber auch Frequenzen sein, das kann 5G, 4G, das kann irgendwas sein. Das wird heute halt nicht so beachtet. Mhm. Ja, ganz viel, auf, was du schon angedeutet hast, einfach auch Angst. Ne? Natürlich, Angst macht Vasopressin. Mhm. Vasopressin ist ein Hormon, das Entzündungen fördert. Mhm. Und wenn halt jemand dann da drin ist, ja, der muss da wieder raus, weil sonst macht er immer selber Entzündungen. Stell dir mal jemand vor, der hat Rheuma. Seit Jahrzehnten hat er Rheuma. Der denkt immer wieder, bevor er einschläft, oh, morgen kommt wieder ein Tag, ich habe wieder Entzündungen. Macht er wieder Vasopressin, er kommt da gar nicht mehr raus. Natürlich kann man mit Nahrungsmittelergänzungen, mit EFT, das ist eine Klopftechnik, die man da machen kann, da gibt es etliche Dinge, die man die unterstützen kann. Und der Vorteil, ich kenne halt fast alles. Mhm. Und wenn man das so kombinieren kann, wie auch in der Ausbildung hier, funktioniert das super. Mhm. Und das Mindset ist natürlich auch immer ein Thema, eben Visualisierungen. Wenn ich mir halt was vorstelle, was Schönes, jeden Tag gehe ich da in meine Traumwelt und stelle mir da irgendwas vor, für 20 Minuten, ich meditiere, mache eine Visualisierung, dann verändern sich auch meine Hormone. Mhm. Ich denke positiv, Entzündungen und Schmerzen gehen einfach weg. Mhm. Da kann ich es unterstützen mit denen, mit Bewegung, mit Waldspaziergängen und. Das ist genau das, was Gesundheit ausmacht. Zweitbahn. Genau, hat viele Vorteile. Da hast du die Terpene von den Nadelhölzern, dann geht der Blutzucker runter, dann geht der Bluthochdruck runter, weil das ist genetisches Nachhausekommen. Du musst dir vorstellen, früher waren wir im Wald, das ist unseren Genen, ist das verankert. Der Wald hat uns Schutz geboten, der hat uns Nahrung gegeben, alles, und das ist in unseren Genen verankert. Und wenn wir jetzt in den Wald gehen, leider sehe ich fast niemanden da, dann sind viele auch krank. Mhm. Viele haben immer Schuhe an, dann bist du nicht geerdet, du bekommst die Ionen nicht. Und ist halt auch so, die Killerzellen, deine Makrophagen, Granulozyten und alles, was Viren oder Bakterien abtöten kann, was dein Immunsystem stärken kann, kannst du im Wald wahnsinnig erhöhen. Die Killerzellen erhöhen sich um 40%, wenn du 2 Stunden da bist. Mhm. Habe ich auch Videos darüber gemacht im YouTube. Mhm. Und wir haben noch einen Podcast. Genau, und das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, dieses ganze wahnsinnige Wissen, wo kann man euch dann auch im Internet finden? Genau, wir haben da einen Podcast, wo wir immer wieder erweitern. Jetzt haben den letzten haben wir zweiteilig gemacht, weil wir haben erklärt, was wir hier alles machen. Mhm. Und das musste, hat 2 Teile gegeben. Mhm. Da war es relativ viel. Aber wir haben auch schon über Vitamin D einen riesen Podcast. Wir haben früher auch Vorträge gemacht darüber. Und über die Leber ist ein großes Thema und. Da kommt noch Mitochondrien, Entgiftung und alles. Der Darm wird dann noch kommen. Mhm. Eine endlose Story. Mhm. Und den Podcast, den findet man auf YouTube, glaube ich, mittlerweile auch schon oder bei euch auf dem... Spotify ist drauf. Bei mir auf der Webseite www.menschenwerkstatt.ch ist es auch drauf jetzt neu. Mhm. Und auf Spotify ist es auch. Mhm. Ich muss immer Philipp anschauen. Philipp ist der Mensch, der da die Technik macht. Mhm. Und auf Telegram findet man euch auch mittlerweile. Ne? Telegram, sind wir auch da? Na, aber da wird eine Gruppe kommen. Da wird was kommen, das gehört dann speziell wahrscheinlich auch damit dazu. Oder? Genau, genau. Von der Betreuung. Wir haben auch bei der Ausbildung, die gemacht haben, wir eine Akademie haben wir da gegründet. Mhm. Und da bekommt man so ein bisschen Unterstützung noch, wenn jemand Fragen hat später. Wir schauen auch immer, dass wir einmal im Monat uns hier treffen. Und dann machen wir so einen Samstag, wir essen hier, wir sprechen über Probleme, wir vertiefen, was sie hier gelernt haben. Mhm. Weil im Ganzen sind es etwa 700 Punkte und mittlerweile können die einen so um die 100 Punkte schon zum Drücken, wo wir die Schmerzen resetten können. Das ist ein spezielles System, weil wir drücken da auf den Knochen
Und da haben wir Zugang zu den Basalganglien, die sind hier oben. Und die steuern das gesamte Fasziensystem. Und indem wir Schmerzen machen, hier ist ein bisschen das House of Pain, hier geht immer alles über Schmerzen, aber es funktioniert sensationell. Mhm. Du darfst dann nachher noch auf die Massage legen, die macht auch ein bisschen Schmerzen, aber nachher bist du topfit. Mhm. Die arbeitet dann mit Infrarot und. Mhm. Das hat, dann macht es so ein Resetting dieser Ansteuerprogramme hier oben. Und das wird der Computer, der runterfährt, und dann fühlst du dich ganz locker und entspannt. Mhm. Du wirst das merken nachher. Du wirst ganz entspannt sein und du wirst merken, dein Kopf kannst du fast wie ein Uhu, kannst du den fast rundherum drehen nachher. Mhm. Völlig entspannt und die Stresshormone gehen weg und die ganze Entgiftung funktioniert auch viel besser. Mhm. Hängt natürlich alles zusammen. Ja, also was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du sagst, dass zu der Ausbildung auch dazu gehört, dass ihr euch dann weiterhin danach trefft, weil manche Kurse, die angeboten werden, das ist ja immer nur, man geht an einem Wochenende mal dahin, man macht das irgendwie. Und dann, wo stellt jeder vor sich hin? Aber zu eurem Konzept gehört also auch mit dazu, dass wirklich weiterhin ein Erfahrungsaustausch und genau. Einfach, dass jeder weiß, wo er steht. Ja, wir arbeiten auch, ich gebe auch Kurse nächstes Mal über Pflanzen, Heilkunde. Mhm. Da lernt man dann auch Mazerate zu machen, Hydrolate, Extrakte, was auch immer. Auch Tees natürlich und so weiter. Auch Heilpilze findet man bei uns im Wald übrigens. Gibt auch chinesische Heilpilze hier, weiß fast niemand. Und da wird immer laufend wieder erneuert, gibt neue Kurse. Labordiagnostik wird ein großes Thema mal sein, wo es einen Kurs gibt. Wie liest man denn richtig die Labordiagnostik, die Ärzte nicht machen? Habe ich es genau richtig gesagt, genau. Weil es gibt da viele Werte, zum Beispiel den oxidativen Stress, das Lipid, die Lipidperoxidation, das sind so oxidierte Fette, die man messen kann, wird leider von der Schulmedizin nicht so gemessen. Was mich immer ein bisschen erschreckt, ist die Labordiagnostik. Die Labore, sie sind sehr weit. Die können den nitrosativen Stress messen. Das ist immer oxidativen Stress plus das Stickstoffmonoxid. Und der oxidative Stress ist so, kannst du dir vorstellen, so wie Handgranaten. Der entsteht irgendwo, die gehen ein bisschen weiter und da gibt es eine kleine Explosion, macht ein bisschen Zellschäden. Und dann gibt es eben den nitrosativen Stress. Das ist eben, wenn viel oxidativer Stress da ist, zu wenig Taurin B12 zum Beispiel im Körper ist, was den nitrosativen Stress senken kann. Und dann gibt es eben den Nitrostress und der ist so wie eine Atombombe im Körper. Der geht genau da ab, wo das Problem ist. Man macht da Bumm und das gibt Arteriosklerose und. Und da kann man vieles machen. Halt ein bisschen das Stiefkind für die Schulmedizin, die haben da leider, die werden da nicht ausgebildet. Aber es gibt viele Ärzte, von denen habe ich auch gelernt übrigens, die sich da sehr gut auskennen und da kann man sehr vieles in Ordnung bringen. Mit den Nahrungsmittelergänzungen, mit Pflanzen oder zum Beispiel mit Organtherapie. Organtherapie wird aus Organen von Tieren, werden Kapseln hergestellt oder Flüssigkeiten, die man einnehmen kann, die dann helfen für die, also bei Schilddrüsen zum Beispiel, das wäre das Erste, nimmt man, was mir einfällt, wenn genau, ich auch keine Schilddrüse genau. mehr habe. Und da wurde mir mal gesagt, dass ich... Ich glaube, es war das Hormon vom Schwein, was da genau, das ist natürlich dann eben nicht bioidentisch, das ist das Problem. Mhm. Und da gibt es eben auch Produkte, die dann gemacht werden aus den Schilddrüsen von Tieren, wo du einnehmen kannst, wenn du mit dem Magen mit irgendwas Probleme hast. Zu mir kommen auch viele Paare, die Kinderwunsch haben, wo das nicht mehr so gut funktioniert. Dann können wir auch einen DNA-Test zum Beispiel machen. Und da gebe ich vielfach, das tönt ein bisschen makaber jetzt, aber vom Reh, von der Plazenta, werden da Kapseln gemacht, die dann die Fertilität der Frauen massiv verbessern können. Zum Beispiel. Dann sind dann noch Globuli. Es gibt noch Nosoden, das ist was Ähnliches. Es gibt da ganz vieles Verschiedenes, das man, wenn man weiß, wie einsetzen, sehr gezielt, sehr gut einsetzen kann. Also ich merke jetzt gerade, was bei mir abgeht und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Frage ist, die den einen oder anderen interessiert. Ich ernähre mich vegan und habe jetzt sofort so gemerkt, habt ihr da auch vegane Alternativen eventuell? Oder warum sagt ihr explizit, dass es wirklich wichtig ist, dass es tatsächlich von Tieren ist? Also das kann nur von Tieren gemacht werden. Ist ja nicht etwas, was man nehmen muss, ist einfach eine Ergänzung. Ja. Oder beim Vegan ist halt ein bisschen das Problem, da muss man sehr vieles supplementieren, damit es richtig funktioniert. Und natürlich kann man sich, wenn man sich nicht vegan ernährt, auch sehr schlecht ernähren. Jede Ernährungsform kann eine schlechte Ernährungsform sein. Eben, ja. Meiner Meinung nach eine der besten Ernährungsformen ist die ketogene Ernährung. Die kann ich vegan, wie auch mit Fleisch, kann ich beides machen. Genau. Wichtig ist halt, oder
Das Lysin ist vielfach bei den Veganern ein bisschen das Problem. Das B12 fehlt allen eigentlich. Eben, das wird ja bei den Tieren auch bloß gesprochen. Selen haben ja auch alle ein bisschen Mangel, 80% der Leute. Dann ist halt mit Zink auch Problem und. Und heute ist eigentlich Supplementation ist sehr wichtig. Natürlich, wenn man noch besser ist, wir messen es und dann supplementieren wir. Viele nehmen da irgendwas auf. Ich mache ja auch DNA-Tests. Und das ist halt dann so. Jetzt beim Veganen zum Beispiel gibt es das Gen BCO1. BCO1, das macht, dass ich genetisch aus Carotinoiden, in Karotten, kann ich Vitamin A selber herstellen. In pflanzlichen Nahrungsmitteln gibt es kein Vitamin A. Das wissen viele nicht, das ist Retinol. Das kann nur der Mensch selber umbauen. Wenn 40% der Leute haben im BCO1-Gen einen Single-Nukleotiden-Polymorphismus, das ist eine Genvariation. Und das heißt dann, ich kann aus Carotinoiden kein Vitamin A herstellen. 40% der Menschen haben das. Ernähre ich mich jetzt vegan und bin ich einer dieser 40%, dann habe ich garantiert sehr wenig oder gar kein Vitamin A. Dann bin ich viel krank, habe Probleme mit den Schleimhäuten, habe Probleme mit meinem Immunsystem, habe Probleme, dass das Vitamin D gar nicht richtig in die Zellen kommt. Da kann bis 2000 Gene nicht richtig ansteuern. Und in die Mitochondrien, die haben nochmal 200 Gene, da kann ich auch nichts machen. Also das funktioniert dann nicht. Und das wird vielfach vergessen. Dann gibt es noch das FUT2-Gen. Das FUT2-Gen zum Beispiel macht, dass ich im Enddarm überhaupt Vitamin B12 aufnehmen kann. Und wenn ich es dann nicht esse, dann gibt es Probleme. Und das ist halt ein bisschen auch, dass die Aminosäuren, bei vielen Veganern sind halt die Aminosäuren sehr schlecht. Und man macht ja aus Aminosäuren, machen wir alle Hormone. Wenn ich es nicht esse, wie will mein Körper denn die Hormone nehmen oder machen? Und dann gibt es halt Probleme. Und Schilddrüse sowieso, da ist das Selen das Problem, das Tyrosin, wieder eine Aminosäure, das Jod. Und viele haben da Mangel. Und wenn die Schilddrüse nicht bekommt, was sie braucht, dann gibt es halt Probleme. Also auch all diese Sachen, dieses spezielle Wissen, das kann dann auch bei euch mit gelernt werden und einfach... Also das wird immer erweitert. Das wird dann immer erweitert. Jetzt erstmal ist mit dem Ganzen, was Schmerz und Entzündungen angeht, bei der Schilddrüse ist ein bisschen das Problem, Schilddrüsenprobleme gibt es meistens, wenn ich sehr belastet bin mit Schwermetallen, wenn ich sehr belastet bin mit einfach in den Zellen irgendwas drin, was Toxisches drin habe, dann kommt das Jod nicht mehr rein und dann ist logisch, kann es nicht funktionieren. Also bei Schilddrüsen ist immer eine Entgiftung ganz wichtig. Problem ist, viele machen da irgendwas. Die entgiften, zuerst sollte man immer alle Nährstoffe auffüllen, weil damit die Entgiftung, Phase 1, Phase 2, richtig funktioniert, ist auch das Glutathion extrem wichtig, die Glutathionperoxidase. Das ist die Glutathion, die Entgiftungsherstellung, weil Glutathion ist das stärkste Entgifter und das stärkste Antioxidant, das wir überhaupt im Körper haben. Und bei vielen funktioniert das nicht mehr. Wenn jemand geimpft ist mit dieser Corona-Impfung, messe ich sehr viel oder lasse im Labor messen, dass halt einfach die Entgiftung, das Glutathion, das funktioniert nicht mehr richtig. Das dürfte doch mittlerweile aber auch so gut wie auf fast alle Impfungen zutreffen, oder? Das Problem ist halt auch immer das Thiomersal. Thiomersal ist halt eine Aluminiumverbindung, die da Probleme macht, genau. Und dann haben wir mittlerweile halt die ganzen Impfungen haben wir im Abwasser, im Wasser. Deshalb trinken wir hier nur gereinigtes Wasser. Und dann ist das auch draußen, aber das nehmen die heute zu. Dann haben wir die Xenoöstrogene im Kunststoff überall. Die machen wieder Probleme mit Östrogen oder Progesteron. Also eine Östrogendominanz haben ja viele. Und heute gibt es halt viele so ein bisschen die weiblicheren Männer. Und das kommt alles vom Xenoöstrogen, also von den künstlichen Östrogenen, die wir im Wasser haben, die wir in den Nahrungslebensmitteln haben. Das ist halt das Problem heute. Aber kann man irgendwann alles lernen hier? Ja, da seid ihr selber drauf gestellt, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte den Kurs bei euch mitmachen, wo meldet er sich dort eigentlich an oder wann ist überhaupt der nächste Kurs bei euch? Der nächste Kurs wird sein an einem Sonntag und der wird dann immer Sonntag alle 2 Wochen sein. Und dann kommt es laufend immer wieder. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte vorher einfach schon mal zu euch kommen, um überhaupt mal reinzuschnüffeln sozusagen, ob das was ist, meldet man sich einfach bei euch? Da kann man, denke ich, einfach vorbeikommen. Irgendjemand wird Zeit haben. Ich bin immer relativ viel ausgebucht.
weil ich habe immer Leute hier mit Energieproblemen, mit Krankheiten, mit und, mit allem. Mhm. Aber wir finden relativ sicher Zeit, kann man schnell schauen kommen, kann sich auch mal aufladen lassen oder ein bisschen mehr Sauerstoff bekommen oder wie auch immer. Am besten übers Internet, www.menschenwerkstatt.ch, und dann kommt das gut. Dann schauen wir den Menschen mal genauer an. Das hört sich gut an, so richtig von Mensch zu Mensch. Ne? So muss das sein. Das Spezielle bei uns ist halt, wir nehmen uns auch wirklich Zeit. Ja. Heute ist natürlich der Arzt, der hat so 7 Minuten, hat man mal auch ausgerechnet, 7 Minuten Zeit, um eine Anamnese zu machen. Da kannst du nach dem Nachnamen vielleicht, Vornamen fragen, vielleicht das Alter liegt noch drin, dann ist fertig. Und das kann man gar nicht erarbeiten heute, oder? Physiotherapie wurde in der Schweiz zum Beispiel von 25 auf 20 Minuten auch reduziert. Wie will jemand in 20 Minuten irgendwas in Ordnung bringen? Das kannst du ja gar nicht. Und ist hier ein bisschen anders. Und wir haben verschiedene Geräte, die ich viel kombiniere dann auch. Und die Leute gehen eigentlich immer gestärkt hier raus. Meistens ist die Energie nach dem ersten Besuch schon viel besser. Und dann arbeiten wir mit einer Zellmembrantherapie. Ich glaube, die ist auch da drin, genau. Die Zellmembrantherapie. Und dann arbeiten wir mit bestimmten Ölen. Und dann bringen wir die Zellmembran wieder top in Ordnung. Und vielfach reicht das schon, um vieles zu verbessern. Weil dann gehen auch Giftstoffe, zum Beispiel von der Impfung, die da in der Zellmembran hängen bleiben, die bringen wir da auch raus. Das ist eine ganz einfache Entgiftung durch Öle, die super funktioniert, weil dein Körper macht pro Tag 40 bis 50 Milliarden neue Zellen und die alten gehen raus. Und da ist eben auch das Zellmembranpotenzial wichtig, die Mitochondrien wichtig, und es gibt nicht so viele Leute, die das große Ganze verstehen. Das ist eben das, was das dann ausmacht, dass die Therapie oder was wir da auch machen, super funktioniert. Das wäre dann nämlich auch noch die ergänzende Frage dazu, ob ihr dann in dem Moment auch in der Nachbetreuung sozusagen zum Beispiel sagt, wir gucken jetzt gemeinsam, wie wir in deinem Lebensalltag die Baustellen mal jetzt einfach bereinigen können, wie Ernährung oder... Also Ernährung ist auch hier übrigens. In der Ausbildung ist die antientzündliche Ernährung ein sehr großes Thema. Ich kann da schon ein bisschen vorgreifen, und zwar, wenn man antientzündlich sich ernähren möchte, dann sollte man sofort, aber sofort die Milch weglassen, das Gluten weglassen. Und dann sind die Eier noch so ein bisschen Thema. Wenn ich dann viral belastet wäre, dann sollten sofort die Eier weg, weil die sind Nährboden ganz extrem, um die Virenbelastung zu erhöhen. Das reagiert. Es gibt eine Ausnahme, wenn Wachteleier, die bekämpfen sogar Allergien und. Das wäre so mal das Wichtigste. Und dann natürlich die Ernährung. Weiß jeder so ein bisschen, was das Problem ist. Was in der Ausbildung auch noch ist, ist der Blutzucker, die Insulinresistenz, geht übrigens jedem was an. Schon alleine, wenn ich einen Teller habe mit meinen Nahrungsmitteln, ich habe da Salat, Gemüse, ich habe da Fisch, Fleisch, irgendwas oder Fette und Kohlenhydrate. Wenn ich das durcheinander esse, dann macht mein Blutzucker, kommt er hier rauf, geht in einer halben Stunde wieder runter und ich habe schon wieder Hunger. Wenn ich geschickt die Reihenfolge verändere, kann ich bis 70% den Insulin Ausstoß oder den Blutzuckeranstieg kann ich um 70% mindern. Alleine, wenn ich die Reihenfolge der Lebensmittel verändere. Und dann gibt ihr aber auch mit an die Hand, wer das jeder für sich selber herausfinden kann, weil ja jeder individuell ist, oder? Deshalb sage ich den meisten, sie sollen mit einem Glukosesensor arbeiten. Und dann weiß jeder genau, was passiert. Ich habe das immer auch selber getestet. Nichts, was hier besprochen wird, ist immer alles getestet. Geht da nichts raus, ohne es getestet wurde. Und ich habe da auch getestet mit dem Blutzuckersensor, Philipp auch. Und bei mir am extremsten, was ich nie gedacht hätte, waren Früchte. Früchte sind extrem für den Blutzucker bei mir. Haferflocken am Morgen und Früchte war das Schlimmste bei mir. Absolut. Ich konnte 3 Tafeln Schokolade essen, kein Problem bei mir. Aber die Haferflocken, und das macht dich müde, das macht dich träge. Dann schläfst du nicht richtig. Und darfst nicht vergessen, wenn der Blutzucker steigt, dann machst du Entzündungen. Hast du schon Autoimmunerkrankungen? Hast du schon hier bei den Zähnen, wie bei dir vorhin gesehen, hast du da Entzündungen? Dann isst du noch so, dann haut sie dir noch viel mehr auf. Und irgendwann kommen dann noch ganz andere Probleme. Und mit der Ernährung kann man wahnsinnig viel machen. Man hat viel mehr Energie. Man ist dauernd in der Ketose, also in der Fettverbrennung. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach die beste Ernährung, die man haben kann. Man ist auch im Kopf ganz fit, weil die Beoxidation, die Ketose, die macht Ketone, und die Ketone sind die beste Energie fürs Gehirn.
dann hast du viel mehr Power. Du bist viel weniger müde, hast viel mehr Energie, keine Entzündungen mehr und bist auch nicht so müde nach dem Essen immer. Immer wenn du nach dem Essen müde bist, dann machst du irgendwas falsch. Ich muss gerade so lächeln, weil wenn natürlich der Körper auch so gut entgiftet ist und das mit der Ernährung dann auch passt, ist natürlich auch niemand mehr im Körper, der parasitär dich beeinflussen kann. Genau. Weil bei einigen ist eventuell das Problem, dann haben sie vielleicht die Energie, wissen aber gar nichts damit anzufangen. Nur wenn dann die Parasiten, nennen wir sie jetzt mal liebevoll, die vorher dafür gesorgt haben, was man selber auch so denkt, nicht mehr da sind, ist ein ganz anderes Potenzial. Natürlich, klar, natürlich. Ja? Ich schicke auch viele Leute zum Beispiel in eine Innungspherese, das ist eine Blutwäsche, okay. Und dann bringst du noch Fungizide, Herbizide, Pestizide, alle Kunststoffe raus, du bringst Schwermetalle, Toxische, alles bringst du da raus. Mhm. Und die kommen dann retour und sind wie neue Menschen da. Mhm. Und das macht ja alles auch Entzündungen. Mhm. Auch Demenz, Alzheimer, Parkinson hat ein bisschen mit dem Homozysteinsein zu tun, was ich vorhin erklärt habe. Mhm. Und wenn man dann schaut, dass das in Ordnung ist, dann gibt es die Krankheiten einfach nicht. Und die Schlauen sind meiner Meinung nach immer die, die präventiv was machen. Aber viele kommen halt erst, wenn es 5 oder 5 nach 12 ist oder vor. Irgendwo da. Es ist wirklich, das ist ein riesenweites Feld, weil dadurch haben ja die Menschen dann auch erstmal die Gelegenheit, sich selbst kennenlernen zu können. Oder die Verantwortung liegt bei jedem selber. Ja. Viele sind halt, also ich wurde auch so gelernt, wenn du was hast, du gehst zum Arzt, der Arzt macht dich gesund. Ja. Aber das ist halt nicht so. Und Medikamente machen dich per se nicht gesund. Gesund machst nur du dich. Dein Körper, wenn er in die Homöostase kommt, also in die Regeneration, dann funktioniert das. Mhm. Und das können wir sehr gut hier. Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Mhm. Und viele begleiten wir natürlich dann auch später. Die kommen vielleicht einmal im Jahr oder mit dem Beckenschiefstand kommen die all 3 Monate oder vielleicht jedes halbe Jahr hier vorbei, wird gerichtet und alles ist wieder gut. Dann gehen auch diese Probleme hier weg, beim Nacken gehen die Probleme weg, auch mit den Augen. Augen hat immer mit Leber zu tun, Haare hat immer mit Leber zu tun oder mit der Schilddrüse. Und wenn man so ein bisschen weiß, welche Organe mit welchen Symptomen zu tun haben, dann bringen wir es in Ordnung, ganz einfach. Spannend. Gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was du den Menschen jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest, zu eurer Werkstatt und überhaupt? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Mhm. Jeder ist selber verantwortlich, das ist mal wichtig. Und eben präventiv ist ein bisschen das Zauberwort, weil dann komme ich gar nicht in die Krankheit hinein. Mhm. Und heute sind auch viele gestresst. Stress ist was wahnsinnig Gefährliches. Mhm. Weil Stress verbraucht mir das SEMI, das S-Anandesylmethionin. Und das wiederum braucht auch mein Immunsystem. Also deshalb fährt ja Stress mein Immunsystem runter. Mhm. Und wenn wir weniger Stress haben oder gezielt gegen den Stress vorgehen, haben wir weniger Entzündungen, ein besseres Immunsystem, ich bin gesünder, bekomme keinen Krebs, weil mein Immunsystem kämpft auch gegen den Krebs, die Krebszellen. Und was halt noch ist, ist die Methylierung, das ist die Stummschaltung der Gene. Und das wird auch durch Stresshormone gesteuert, über das Cortisol. Und das verbraucht, das macht dann mehr Stresshormone. Und mehr Stresshormone verbraucht wieder von dem SEMI. Und dann habe ich wieder Probleme. Weil die Gene werden nicht stumm geschaltet. Die Ribosome lesen dann die Gene ab, die eigentlich stumm geschaltet sein sollen. Und dann entsteht eben der Turbokrebs. Das ist ganz einfach gesagt so der Ablauf dann. Und da kann man natürlich auch alles messen. Wir können labortechnisch immer, immer alles messen. Wir können das TH1-Immunsystem messen, wir können das TH2 messen, die Interleukine, TNF-Alpha, Nekrosefaktor. Wir können ja alles messen heute. Nur die Schulmedizin hat leider keine Ahnung davon. Ja, oder die Menschen auch nicht. Ich kann mich noch erinnern an meiner Zeit in der Schweiz, dass mir immer ein großer Fragebogen hingelegt worden ist und ich selber ankreuzen musste, was für Werte gemessen werden sollen. Und sensationell. Ja. Also nach dem Kurs weiß man schon, wenigstens die Werte für die Entzündungen. Mhm. Und an dem anderen, wir arbeiten dann nach einem Kurs für Labordiagnostik, wo man dann wirklich lernt, warum ist das so. Oder es gibt zum Beispiel einen Wert, dass das MCV, das ist das mittlere korpuskuläre Volumen. Das mittlere, ist klar, das mittlere. Mhm. Korpuskulär ist der Körper der roten Blutkörperchen, also die Größe der roten Blutkörperchen. Wenn zum Beispiel dieser Wert in der Schulmedizin, die sagen so bis 100 ist kein Problem, und ich sage, wenn es über 90 ist, ist definitiv, hast du zu wenig B12, B9, weil das Blut wird zu wenig erneuert, die roten Blutkörperchen überaltern und die werden größer. Und werden sie größer, wird auch die Durchblutung schlechter, weil die kommen dann nicht mehr in die Kapillargefäße. Und da gibt es Probleme da. Also, ist der Wert über 90, habe ich zu wenig B9, B12, also Methylcobalamin oder Methyltetrahydrofolat,
Und dann kann ich das in Ordnung bringen. Und sowas lernt man dann hier. Mhm. Genau. Genial. Dann danke ich dir von ganzem Herzen für die Einladung von euch beiden. Wir haben zu danken, dass du gekommen bist. Sehr gern, sehr gerne. Ich bin jetzt auch schon ganz gespannt noch auf die Schmerzen, die du gleich bei mir auslösen wirst. Nachher wirst du dich richtig frei und erholt und voller Energie wirst du dich fühlen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen. Tschüss.